Wir freuen uns auf die nächste Keynote. Die kommt von Erika Schüttfort und Thorsten Janning. Und der Titel ist Unsere Reise zum Mars, die Business Agility Transformation der BD Rover. Wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag. Wir wollen euch auf eine Reise mitnehmen. Und zwar auf unsere Reise nach Mars. Wir sind noch nicht da und deshalb freuen wir uns extra, dass wir diese Reise mit euch besprechen können heute. Und worum es geht, ist, was wir an unserer Transformation an BD Rover nennen. Ich würde euch gerne den Thorsten vorstellen, meinen Mitkosmonaut, der Dr. Thorsten Janning. Er arbeitet im Moment bei Kegon, stammt von der, hat selber Software entwickelt, hat eine lange Geschichte auch in verschiedenen Projektmanagement-Gebiete, hat dann langsam den Weg gefunden zu skalierter Agilität und ist mittlerweile eine sogenannte Safe-Guru, würde er selber nicht sagen, aber das, da bin ich schuld. Ist aber auch eine Enthusiast von Kanufahren und trägt sehr gerne Hosenträger. Ja, und die sind heute jetzt unter der Jacke verborgen, wir sind ja im Winter. Ja, und ich stelle euch dann die Erika vor, Erika Schüttfort. Obwohl es so ein deutscher Name ist, kommt sie aus Schweden, deswegen auch ein bisschen der schwedische Akzent, den alle total süß finden. Ich habe die Erika kennengelernt bei der BD Rover und sie war verantwortlich für Produktmanagement, Projektmanagement und war dann von Beginn an eigentlich dabei als Internal Change Agent für die Transformation und wir konnten da quasi so ein Handshake machen, dass inzwischen die ganze Verantwortung für die Transformation bei ihr und ihrem Team liegt. Und darüber ist ja auch unser Bericht heute. Unsere Reise nach Mars. Diesen Bild soll euch zeigen, die zwei Stufen davon, die wir darstellen wollen. Und zwar geht es um den ersten Schritt, nennen wir unsere Reise zum Mond. Und wie man vielleicht hier erkennen kann, war die Straße ein bisschen gerader und einfacher. Danach haben wir unsere Zielsetzung auf Business Agility gefolgt und da wird es aber herausfordernder und daher diesen schwierigen Weg, den wir jetzt unterwegs sind. Aber erst, wir haben jetzt ein paar Mal BD genannt und BD Rover, so was ist überhaupt BD Rover? So lass mich die Firma einmal vorstellen. Jetzt kommt eine Slide mit ganz vielen Nummern, also nicht so viel an den Details schauen. Aber BD steht für Becton Dickinson Company. Das ist eine große amerikanische Konzern, der fünftgrößte Healthcare Provider in der Welt, hat 75.000 Mitarbeiter, einen großen Umsatz und ganz viele verschiedene wichtige Segmente, wo wir verschiedene Produkte und Patientlösungen liefern. Und BD Rover steckt sich hier irgendwo in einen kleinen Teil, was Medication Management Solutions nennen. Da finden wir BD Rover.
Und wie ihr schön dieses Video gesehen haben, die Biderova stammt aus der Eifel. Da sind wir noch verblieben und da im Moment sind wir ungefähr insgesamt 900 Mitarbeitern. Unser Hauptprodukt ist immer noch Roboter für automatisierte Lagerhaltung von Apotheker. Und dann kommen wir eigentlich zu einem wichtigen Punkt. Ja, das Warum. Das ist das, was ich ja in Transformationen ganz oft erlebe, dass wir gerufen werden und gefragt werden, wir wollen gerne agile Transformationen machen. Und die erste Frage ist, warum wollt ihr eigentlich diese Last auf euch nehmen? Warum wollt ihr eigentlich überhaupt transformieren? Und das ist dann tatsächlich eine ganz wesentliche Frage. Und hier seht ihr mal dieses Bild von unserer Transformation Roadmap oder die Skilled Agile Framework-Leute reden auch von der Implementation Roadmap, die so ungefähr die Transformationsreise beschreibt. Und ganz am Anfang steht eben tatsächlich die Frage nach diesem Sense of Urgency. Und die habe ich natürlich auch bei der Rova gefragt. Was ist denn das eigentlich, warum ihr das machen wollt? Und manchmal bekomme ich dann so Antworten wie, ja, das machen ja alle. Oder ja, wir wollen irgendwie Kosten sparen. Und das sind dann typische Antworten, wo ich sage, boah, ich glaube, wir sollten das nicht machen. Ja, aber bei der Biderova war dann tatsächlich spürbar, da ist ein echter Sense of Urgency, das ist ein echter Schmerz, der eben zu überwinden war. Und das heißt, also was war euer Warum? Das gibt natürlich immer unterschiedliche Gründe, aber man könnte bei uns es in drei Stufen erklären. Ein sehr wichtiger Punkt ist natürlich Growing Pains. Wir sind schnell gewachsen. Von einer kleinen Startup in die Eifel zu einer größeren Firma mit mehr Produkten, Akquisitionen und so weiter. Mittlerweile mehrere hundert Mitarbeitern, so einfach höhere Komplexität durch Wachstum ist ein Faktor. Motivation und Innovation. Wie geht es unseren Mitarbeitern? Wir haben gestartet als Startup. Haben wir noch die Mentalität? Können wir immer noch Innovation so vorantreiben wie vorher? Und last but not least, die Märkte ändern sich, ne, rapide. Das ist so ein Standard, was nicht nur für uns gilt natürlich, sondern für mehrere Firmen, die du triffst. Die bei uns hat natürlich zum Beispiel die Corona-Pandemie es nur weiter gezeigt, weil unsere Hauptsegment von Kunden sind Apotheker. Und die haben ganz besondere diese Pandemie natürlich erlebt. Ja. Und wenn ich ein bisschen reingehen darf, unsere Firma hat gewachsen, gestartet wie ein Startup mit 2-3 Leuten in den 90er. Wir haben uns fokussiert auf deutsche Märkte. Wir hatten eine Produktidee und das war die automatisierte Lagerhaltung von Apothekers Medikamenten. Wir sind dann weiter gewachsen, war sehr erfolgreich. Und was passiert mit erfolgreichen Startups? Die werden gekauft. Dann wurden wir akquiriert von CareFusion damals, 2011, waren dann plötzlich in Tausende von Angestellten, waren in mehreren Märkten in Europa und wir haben zusätzlich ein anderes Produkt hinzugefügt, wo wir Verblisterung machen, was das sogenannte Pouch Packaging. Gehen wir weit in die Zukunft, nochmal akquiriert worden und jetzt gehören wir, wie ich vorher genannt habe, zu BD, einem großen Weltkonzern im Healthcare-Business. Und sind dann über Zehntausende von Mitarbeitern. Sie haben dann eine globale Footprint und haben zusätzlich nochmal unser Produktportfolio selber erhöht mit unseren sogenannten digitalen Lösungen. Was wir auch gemerkt haben, den Punkt, den ich genannt habe mit Motivation und Innovation, war uns wirklich direkt ins Gesicht haben wir den Spiegel bekommen durch diese Umfrage in der Firma. Und was ihr hier seht, ist das Antwort von Biderova-Mitarbeitern. Die Frage war, wir haben eine effektive Zusammenarbeit zwischen Abteilungen. Nur 34 haben dazu gestimmt. Grottenschlecht. Wir fühlen, dass wir Risiken eingehen können bei unserer Firma. Auch eine schlechte Bewertung, unter 40%. Und wir nehmen Entscheidungen ohne unnötigen Aufenthalt, dass es schnell geht. Auch eine schlechte Bewertung. Ja? Und das hat man ja auch gemerkt, also als ich zu euch kam, ja, dass in ganz vielen noch die Erinnerung war, wie das war, als man als kleine, innovative Firma in der Eifel einfach so zu dem Nächsten gehen konnte und was besprechen konnte. Und dass so diese Sehnsucht, die Erinnerung danach so groß war. Ja. Und im Prinzip ist das ja auch eine Chance für die Transformation gewesen, quasi an diesen Erinnerungen anzuknüpfen. Ja, und wie kann man die Hindernisse da ausräumen? Genau, ja, sehr wichtiger Punkt, weil genau das wollen wir ja nutzen, diese Wille,
so zu arbeiten, ja. Die Wille, schnell und kollaborativ Sachen für Kunden schnell zu lösen. Ja. Da wollten wir zurück. Hier ist eine Graph mit ganz vielen verschiedenen Farben und Nummern. Was es darstellt, das ist eigentlich eine Darstellung von einer Mohr-Kurve. Und das soll zeigen, wie verschiedene Kundensegmenten sich verhalten. Am Anfang gibt es so innovative Kunden oder Visionären, die schnelles Feedback geben wollen, die wollen Geschwindigkeit haben, die wollen gerne mit dir entwickeln. Und das war ja unsere Erfahrung am Anfang, als wir für Apotheke gearbeitet haben. Wir waren immer mit denen dabei, haben Lösungen für denen gemacht. Was danach kommt, ist natürlich die größeren Segmente von Kunden, die dann sehen, ah, ich habe hier eine Proof of Concept gesehen, funktioniert. Ich glaube, das könnte meine eigene Strategie helfen. Ich spring mal drauf. Dann kommst du in den Pragmatisten. Und da ist, wo die Verkauf auch wirklich dann losgeht, sozusagen. Das ist der größere Teil von den Kunden. Und die Konservativen kommen dann irgendwann danach, weil die coolen Player in deren Märkte haben sich bewegt und dann kommen die auch dazu. Was man auch hier sieht, ein bisschen eingeklistert hier in den Graph, ist unsere VMAX. Das ist unsere Roboter für Apotheken, Medikamentensortierung. Und wo das landet im Moment, wir sind halt schnell gewachsen, wir merken aber jetzt, was wollen unsere Kunden haben. Ja, Geschwindigkeit weniger wichtig, wir wollen Zuverlässigkeit und Qualität. Und zusätzlich, weil wir so langsam an den Konservativen kommen, wird Preisdruck wichtiger. Marke und Innovation weniger wichtig. Solange die Lösung zu einem guten Preis kommt, mache ich das, weil ich sehe das weniger als Investition und ich sehe das mehr als einen Kost. Ja. Aber spannend ist ja, dass dieses effizient werden müssen aus dem Mengenmarkt gleichzeitig passiert mit einem großen Innovationsschub in der Apotheke selbst. Also so rund um euren Roboter herum. Also dass eben diese digitale Unterstützung für den gesamten Logistikprozess, also vom Medikamentenhersteller bis zum Patienten am Bett, im Prinzip jetzt auf einmal in den Fokus kommt. Und das ist natürlich ein hochinnovatives Thema, da sind wir wieder vorne in der Kurve. Ne? Genau. Und wenn man dann deshalb unsere anderen Produkte in unserem Portfolio sehen, landen die ja eher hier. Ja. Ja, das gilt für digitale Lösungen, gilt aber auch für unsere Pouch-Packaging. Ja. Das heißt, die erhöhte Komplexität, die wir haben, heißt auch, dass wir immer beachten müssen, wie wir liefern müssen, abhängig von, was die Kunden wollen. Und deshalb ist dieser Aspekt von Agilität mit Kunden im Fokus zu setzen, eben immens wichtig, weil unser Portfolio jetzt so komplex ist, dass wir uns unterschiedlich aufstellen müssen, um diese Gesamtspanne wirklich dienen zu können. Richtig. Und Cliffhanger für später. Wenn wir über Business Agility reden, dann ist das natürlich für den Teil, der dieses Mengengeschäft von dem Roboter hat, eine ganz andere Interpretation als da, wo wir die Innovationen im Logistikprozess reden. Genau, genau. Und wir haben gesagt, wichtig ist why, ne? Warum machen wir Sachen? Und jetzt haben wir ein bisschen erklärt über die Hintergründe bei unserer Firma spezifisch. Dann haben wir uns natürlich überlegt, okay, wir haben einen Sense of Urgency, aber wo wollen wir hin? Was ist die Vision mit das Ganze? Und hier diesen Bild haben wir dann gemeinsam aufgemalt, unsere Transformation Vision. Das war ein schöner Workshop. Das war ein schöner Workshop. Da haben wir mit Lego, wir haben gemalt und dieses Bild enthält eigentlich alle Punkte, die für uns wichtig waren in der Transformation oder immer noch ist. Wo wir gemeinsam verschiedene Ströme gemeinsam kommen. Die Ströme natürlich als Value Streams, dass wir wollen Flow erzeugen. Man sieht den Kunden mit einer kleinen Krone da unten rechts, der immer im Zentrum steht. Und auch sehr glückliche Mitarbeitern und hoffentlich auch Erfolge und dass Leute zu uns kommen wollen und mit uns arbeiten wollen, weil der Klima so cool ist bei uns und so weiter. Ja. Und wie kommen wir dann dahin? Genau. Und da kommen wir zu unserer Geschichte. Es ist halt eine Reise in zwei Phasen. Nämlich die erste Phase, die zum Mond geht, die geht relativ geradlinig. Und danach dann quasi unsere Business Agility. Aber kommen wir mal auf unser Safe-Bild. Wie können wir das da einsortieren? Ich habe da mal die Reise zum Mond eingeblendet. Da haben wir einerseits dann eben hier rund um den Mond unseren Agile Release Train. Ja, also so in einem R&D-Department, in einer Entwicklungsabteilung tatsächlich die Dinge einzuführen. Das ist wohlbeherrschtes Transformationsgeschäft und das haben wir auch ziemlich schnell gemacht, werden wir gleich als erstes berichten. Und die zweite Phase dann, wenn wir einen R&D-Bereich haben, wenn wir dann in Richtung Produktion, in Richtung Service tatsächlich mal die gesamte Wertschöpfungskette anschauen.
dann wird es wirklich spannend, wie können wir Business Agility dann in so einem Unternehmen von, wie viele Leute seid ihr, 1000? Knapp, ja. Ja, Leute dann tatsächlich implementieren. Das heißt also, wie kommen wir zum Mond? In unserer Transformation Roadmap sind das wieder die nächsten Phasen nach Kotter. Und da geht es natürlich darum, dass wir erstmal unsere Gemeinschaft finden, mit der wir die Transformation bestreiten können. Das sind zum einen die internen SBCs, wie du. Es ist natürlich aber auch die Führungskrew. Das heißt, wir haben wirklich die ganze Zeit intensiv mit der Führungsmannschaft zusammengearbeitet, die sich mal mehr, mal weniger betroffen gefühlt haben. Inzwischen sind sie alle mehr betroffen. Ja, wir haben dann tatsächlich versucht, diese Value Streams zu identifizieren. Das heißt, diese Vision zu bauen, die auf der Grafik da jetzt eben beschrieben ist. Also was ist eigentlich das zukünftige Bild der Organisation? Ohne jetzt irgendwie zu viel theoretisch darum zu philosophieren, sondern sehr schnell praktisch in die Arbeit zu kommen. Und dann geht es natürlich darum, die Leute mitzunehmen, auszubilden. Wir haben ganz viele Trainings bei euch gemacht und dann natürlich der erste Teil, das große PI-Planning unserer Agile Release Trains im Development-Bereich. Das sind die Dinge, die den ersten Teil der Reise beschreiben und die natürlich in unseren Kernkompetenzen in dem Safe-Build auch hier in diesem Bereich beschrieben sind. Gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein. Es geht da wirklich um die Fähigkeiten in den Teams und in den Trains. Und hier ist ein bisschen dargestellt, wie unsere Reise dann war, diese Reise zum Mond. Und wie die Überschrift sagt, es war ein bisschen revolutionsartig. Das haben wir uns so vorgenommen, weil wir uns als so gut stützen könnten auf Regelwerke und Blueprints, denen wir gut folgen konnten. Und wie Thorsten schon genannt hat, ne, wir haben unser schönes Visionsbild. Danach haben wir viele Workshops gehabt über, wie erkennen wir überhaupt unsere Wertströme. Und wie du vielleicht erinnerst, da haben wir auch ein paar Herausforderungen gehabt. Oh ja, das waren ein paar durchgemachte Nächte. Ja. Weil Wertströme zu erkennen, die gibt es. Den zu erkennen ist aber nicht immer einfach. Und da müssen wir ein bisschen schneller vorangehen und haben uns dann zwei sogenannte Arts ausgesucht. Die sollen ja folgen von diesen Wertströmen. Und dann kam natürlich die Frage, wir wissen ungefähr, wo unsere Development Value Streams sind, diese Arts, Agile Release Trains, aber wie besetzen wir dann diese neuen Rollen? Ja, und ich weiß noch genau, dann haben wir als externe Coaches mal so fallen lassen. Es gibt übrigens sowas wie ein Self-Selection-Workshop. Das haben wir schon gemacht und das ist irgendwie ein ziemlich cooles Ding. Und dann merkten wir schon, alle Augen gingen auf. Ja. Ja, und dann, ja, das machen wir. Und deshalb habe ich es auch hier ein bisschen highlighted, weil das war wirklich ein ungewöhnlicher Ansatz. Aber unheimlich wichtig. Wir haben hier erstmal eine Self-Selection gemacht für den sogenannten Train-Rollen und Team-Rollen. Und das ist dann der RTE, der Produktmanager, der Systemarchitekt, POs und Scrum Masters. Und warum das wichtig war für uns, war, weil wir wollten nicht, dass wir einfach sagen, heute bist du X, morgen sind alle, die X waren, plötzlich Y. Weil es ist unheimlich schwierig dann zu vermitteln, dass es neue Rollen sind. Mit neuen Herausforderungen, neue Aufgaben. Und durch seine Self-Selection konnten wir mehr Leuten ziehen, die sich melden wollten für eine neue Rolle. Wir haben Rollenbeschreibungen rumgeschickt. Leute haben sich von sich aus gemeldet, eigene Motivation, sehr schön. Und waren auch willing, sich da reinzuwerfen, ohne genau zu wissen, wie das bei uns sich gestaltet. Und was ich so beeindruckend fand in dem Workshop selbst, haben die dann ja miteinander ausdiskutiert, wer denn jetzt wirklich die beste Besetzung für die Rolle war. Also es hat dann keine Besetzung einer Stelle durch irgendein Management gegeben, sondern die haben das echt miteinander ausdiskutiert. Ja, ja. Und da saß das Management ganz schwitzig im Hintergrund, kann ich sagen. Ja. Was haben wir bloß hier veranlasst? Ja. Und es war erstaunlich, wie gut das dann gelaufen ist. Ja. Und wir haben es nicht nur mit diesen Rollen gemacht, sondern danach auch mit den Teams. Ja. Und da haben diese neuen Rollen, die frisch da drin waren, vorgestellt, was wollen wir mit unserem Team, welche Art von Skills brauchen wir, was ist unsere Vision für unser Team, unsere Produktvision etc. Und damit konnte sich auch jeder Entwickler oder mit verschiedenen Mitgliedern in der Firma sich melden und sagen, okay, ich würde gerne für dieses Team arbeiten und ich glaube, meine Skills passen ganz gut oder das wollte ich sowieso immer lernen.
Und daraus haben wir zum Beispiel auch Lücken gefüllt, die wir vorher extern besetzt haben, weil wir gar nicht wussten, dass wir intern die Kompetenz hatten. Ja, und die Motivation tatsächlich selbst Teil dieser Veränderung zu sein, das hat natürlich wirklich alle Bedenken gegen diese, oh, jetzt wird eine neue Organisation und was wird aus mir, sondern es war ja ihre Geschichte auf einmal. Und das hat man wirklich über die nächsten Monate immer gemerkt. Genau, ja. Und wie gesagt, es war ziemlich schnell alles. Ne? Von November bis Ende Februar haben wir das alles durchgeprügelt. Ja. Und mitten in der nächsten Corona-Welle, das heißt alles remote und wirklich durchgemacht. Alles remote. Und wir haben diese Every crisis is an opportunity, sagt man immer. Haben wir genau genutzt und Leute wollen mitmachen, wollen nicht alleine zu Hause sitzen, wollen in Veränderungen teilnehmen und das war wirklich eine positive Treiber bei uns. Ja. Diese Bild soll auch ein bisschen darstellen, was Thorsten schon genannt hat, mit die positive Sache mit einer Self-Selection. Weil natürlich ist es so eine Ignition von Motivation, dass Leute fühlen, okay, ich will mitmachen. Das ist auch eine schnelle Weg, um die Intelligenz von der Firma zu nutzen, dass die selber rausfinden, wo die beste Besetzung ist. Das ist eine perfekte Übung, in eigene Verantwortung zu nehmen. Wir sagen ja immer so oft, ne, dieses Wort Ownership fällt ja überall. Du kannst aber nicht nur sagen, nimm ein bisschen Ownership. Ja. Ja. Hier war eine perfekte Übung dazu. So, wie ist das? Und da kommen wir auch an den anderen Punkt von diesem Slide. Weil was es nicht ist, ist, dass es bequem ist. Ja. Weil Entscheidungen zu treffen ist hart. Das ist auch nicht immer meine persönlichen Wünsche, die da erfüllt werden. Weil das Zielsetzung ist ja immer, nicht für dich nur persönlich die beste Lösung, sondern für uns als Firma, damit wir als ein System gemeinsam liefern können. Und das war wirklich beeindruckend, dass das dann wirklich in den Diskussionen eine Rolle gespielt hat. Ja, genau. Und deshalb, ne, Self-Selection, man soll wissen, dass es ist eine gute Übung, aber ganz bequem ist es auch nicht. Man übt auch die gelbe Seite von diesem Teil. Hier ist nur ein kleiner Ausschnitt von, wie das aussah, weil wie Thorsten schon genannt hat, wir waren da schon tief in der Pandemie, Lockdown und alles ist über Miroboards und digital dann verlaufen mit verschiedenen Breakout-Rooms, wo Leute dann immer wieder diskutiert haben. Dann kamen wir zurück, gefragt, wie ist die Lage, braucht Unterstützung und das ging wirklich erstaunlich gut und ich war sehr beeindruckt von allen Mitarbeitern, wie sie das in der Hand genommen haben und wir hatten Eskalationswegen aufgestellt. Wenn die nicht zu einer Lösung kommen, würde nie benutzt. Genau. Dann haben wir ein bisschen diese schöne Mondreise jetzt erklärt, mit den Aspekten davon. Und es ging ja so schnell und dann war, genau. Tschakka, ja. Es geht. Ja. Genau, alles prima. Ja, wo ist die nächste Herausforderung? Und dann realisiert man, dass das war der einfache Teil. Und vielleicht kann man das auch vergleichen mit dem Transformation Roadmap und der Kotte-Modell, die nächsten Schritte. Klar. Ich meine, in dem SAFE-Modell ist das ja auch wirklich entsprechend vorgesehen. Und das sind ja die Kotterschen Transformationsschritte, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Und dann kommt es natürlich darum, wie kriegen wir das, was wir jetzt mit diesem R&D-Transformation erreicht haben, als Dynamik, als Wert, wie kriegen wir das eigentlich in die Breite? Und wie kriegen wir das, was jetzt allmählich so im Arbeitsrhythmus in den neuen Meetings und in den neuen Arbeitsweisen ist, wie kriegen wir das allmählich kulturell verankert? Das heißt, wenn wir vorhin gesagt haben, da war ja noch die alte Kultur in vielen Köpfen drin, wie können wir da eigentlich wieder anknüpfen, die Dinge tatsächlich zu machen? Und die meisten Mitarbeiter sind halt nicht im R&D, sondern die sind im Operations-Bereich, die sind im Service-Bereich, die bauen die Roboter, die installieren die Roboter, die müssen sie warten. Und dann ist natürlich die große Frage, wie kriegen wir das dahin? Und da ist der Standard natürlich dann nicht mehr so fest. Ja, wir haben dann zwar diese Kernkompetenzen in der Organizational Agility, wenn es um Strategieprozess geht. Es muss natürlich sowas wie eine Learning Culture sein. Es muss natürlich sowas wie Lean Agile Leadership geben. Ja, und ich habe ja vom Antonius, von eurem CEO, jetzt wieder so einen Post gesehen, wo er stolz berichtet, ja, dass eben eine neue Rolle eingeführt wurde, eine neue Art von Führung und das mit diesen Rollen aus der agilen Welt verknüpft. Und auch da waren ja viele schwitzige Momente in der Transformation, die wir dann eben auch machen konnten. Genau, aber warum die so wichtig sind, zurück zu diesem Bild, den wir vorher gezeigt haben, ist, wenn du das nicht berücksichtigst, dann bewegen wir uns nur ganz hier oben und machen schön ein paar agile Teams, die machen Kanban oder die machen Sprints.
Aber mit das kommst du nicht weiter. Dann ist es quasi so ein kleines gallisches Dorf, das irgendwie froh und stolz ist, agil zu sein, aber es kommt nicht zum Kunden. Ne? Genau. Und deshalb, und wir wollten immer diesen ganzen Vision. Und deshalb war uns klar, es wird schwierig, aber die Reise geht weiter. Ja. Und da kamen natürlich dann unsere operativen Wertströme. Ne? Wie man es auch aus SAFE kennt, wird es oft getrennt zwischen Development Value Streams und Operational Value Streams. Weil die Trains, die wir vorher genannt haben, liefen natürlich Lösungen. Aber die Endwerte an den Kunden kommen dadurch, dass ein Gesamtsystem die ganze Lieferung macht für die Kunde. Und wenn man das für uns sieht, hier zum Beispiel, die Bilder geben es nicht so richtig her, aber für uns ist es zum Beispiel, ein Apotheker steht am Anfang, sagt, ich möchte gerne irgendwie meine Lagerhaltung hier automatisieren. Dann kommen wir an, wir machen einen Vertrag, wir installieren das, wir sehen zu, dass es läuft, kriegen unsere Cash dafür, aber danach kommt natürlich eine lange Schlange von Service und immer wieder Support bei den Kunden, bis es dann am Ende irgendwann End of Life wird, was wir übrigens nie erlebt haben mit einem von unseren Produkten. Laufen immer noch. Aber das ist unsere Standard-Wertschöpfungskette, ist natürlich eine Apotheke mit unseren Roboter zu vermitteln und dann eine Wert bei den Kunden zu verschöpfen. Wie ich aber vorher genannt habe, haben wir jetzt eine Komplexität, die deutlich höher ist. Wir haben nicht nur Apothekekunden, wir haben auch nicht nur Roboter. Wir denken mehr in Lösungen, nicht Produkten. Mhm. Und wie sieht dann unsere Wertströme aus? Und das ist genau, was wir erlebt haben in unseren initialen Workshops, weil wir denken, dass wir nur eine Wertstrom haben, sind aber deutlich mehr. Ja. Und spannend waren dann auch Diskussionen, die dann losgingen. Am Anfang war das ja irgendwie, ja, im R&D-Bereich, agiles Arbeiten, das ist ja ganz gut. Dann kamen die ersten Friktionen, boah, da sind ja Mitarbeiter aus dem Service jetzt auf einmal in die Trains. Klar hatten wir cross-funktionale Teams machen wollen. Und ja, das hat ja auch irgendwie mit gemeinsamen Arbeit zu tun. Aber dann kam es dann näher auch an die Führungskräfte. Und da war dann schon, was bedeutet das für uns? Und das trifft auf eine Situation im Framework, wo das nicht mehr so klar beschrieben ist. Also wo wir tatsächlich auch mal ein bisschen improvisieren mussten. Wir sind auf eine Lernreise gegangen, wie wir das tatsächlich auch für die Rover interpretieren können. Und das fand ich eigentlich wirklich beeindruckend, wie eure Führungskräfte sich auf diese Lernreise eingelassen haben. Ja, das heißt, wir als externe Coaches haben gesagt, also hier ist jetzt so die Spitze des Wissens, ja, und das bringen wir mit rein und wir müssen noch weiter als das, was heute bekannt ist. Und seid ihr dabei? Und sie waren dabei. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Ja, da waren wir sehr mutig, weil auf eine Reise zu bewegen, wo du nicht weißt, wo das Ziel ist, ist nicht immer einfach. Ne? Ja. Und vor allem nicht für Leute, die größere Bereiche verantworten. Ja. Ja. Und zusätzlich ist es nicht einfach, wenn du zu einem riesigen Konzern gehört. Ne? Wo, genau, wo die Funktionen eigentlich die maßgeblichen Taktgeber für Berichtswesen und für Management und für Anweisungsstrukturen. Das heißt, wir hatten jetzt die Grenze unserer agilen Organisation und dann kam auf einmal der Einfluss vom Konzern natürlich viel näher. Ja, genau. Und was wir deshalb gemacht haben, war, okay, lass uns mal wirklich Transparenz zu verschaffen, so was sind dann wirklich unsere Wertströme. Das haben wir gemacht dadurch, dass wir verschiedene Value Stream Mapping Workshops gemacht haben. Wir haben verschiedene Mitarbeiter von allen Bereichen, von Projektierung, von Produktion, Einkauf etc., um zu fragen, okay, was haben wir dann wirklich für Kunden und vor allem, welche Arbeitsverläufe haben wir, die ähnlich sind. Und dadurch haben wir erkannt, dass wir können eigentlich vier verschiedene Kundensegmente erkennen. Zwar Apotheker sind noch drin, aber Krankenhäuser sind auch wichtig für uns. Industriekunden sind auch wichtig für uns und Kunden, die Consumables kaufen. Und damit haben wir eigentlich eine bessere Darstellung von der Realität, von Wertströmen, die wir tatsächlich haben. Ja. Und das war wichtig zu erkennen, damit wir auch wissen, zu diesem Punkt mit funktionaler Arbeit. Wir sagen, Funktionskompetenz ist wichtig, aber eine Funktionsexpertise ist nicht ein Wertstrom. Wertstrom sind so. Und wir liefern und optimieren immer Richtung unserer Kundensegmente. Und diese Darstellung hier soll auch darstellen, wie diese vier verschiedenen Kundensegmenten natürlich interagieren müssen mit unseren lösungsliefernden Einheiten, die Development Value Streams. Aber weil die Produkte liefern, lief natürlich nicht nur an eine bestimmte Kunde. Ja? Ja. Und deshalb sind diese Interaktionen sehr, sehr wichtig. Und dieses Bild hier soll irgendwie darstellen, dass es gibt nicht eine 1:1, dass du eine Development Value Stream hast, die dann eine Operational Value Stream füttert zum Beispiel. Nein.
und vielfältige Abhängigkeiten zwischen den Development Value Streams und Operation Value Streams. Wenn ein Produkt ein neues Feature hat, muss es irgendwie im Prozess abgebildet werden. Genau. Und eine Zielsetzung, die wir damit haben, außer generell den Mindset zu bekommen, dass wir liefern Wert horizontal und crossfunktional. Und deshalb wollen wir nicht so optimieren, sondern wir wollen immer so optimieren. Ein Wertstrom halt. Ein Wertstrom. Und überhaupt so zu denken. Ja. Und gleichzeitig, was wir dahin wollten, ist, wie wir das machen, ist, dass wir machen es in einem gemeinsamen Takt. Ohne Details, so wie genau man arbeiten soll, wie dieses Team arbeiten soll, aber die Zielsetzung ist, dass die ganze Firma in einem Takt arbeitet. Und in diesem Takt die Abhängigkeiten erklärt. Ja, wann müssen wir welche Prozessneuerungen bringen, weil neue Produkte reinkommen? Wo gehen wir in neue Märkte? Wo brauchen wir das Know-how dafür? Alles im Takt. Genau. Und das war wirklich auch überzeugend für die meisten. Ja, und das ist auch eine Möglichkeit, wirklich Agilität und Flexibilität zu verschaffen. Weil wir überlegen uns jede 10. Woche, wo wir sind, wo sind die Abhängigkeiten. Und durch diese enorme Transparenz, was da entsteht, können wir uns immer wieder bewegen, ohne Chaos zu verursachen. Richtig. Ja, und damit sind wir eigentlich dann schon, wenn wir jetzt die Operational Value Streams und die Development Value Streams im selben Takt haben, dann sind wir schon da, wie steuern wir denn dann dieses System eigentlich? Ja? Und ein Teil dieser Steuerung war dann natürlich die Frage, wie kriegen wir das aus einer gemeinsamen Strategie abgeleitet? Wie kriegen wir diese strategischen Ziele dann quasi auch operativ in diese entsprechenden Einheiten? Wie können wir solche agilen Prinzipien wie Decentralized Decision Making damit dann tatsächlich implementieren? Und dazu haben wir dann einen agilen Strategieprozess implementiert. Und das klingt so einfach, auch wenn wir das jetzt methodisch beschreiben. Also wir haben Trends gesammelt. Ich kann mich gut an total begeisternde Präsentationen dann auf der Führungsebene erinnern, wo dann im Vortrag halten wird, wir müssen da jetzt auch in ganz anderen Branchen abgucken, wie eigentlich jetzt überhaupt Ware zum Kunden kommt, was ist die Last Mile und was bedeutet das für uns. Und auf einmal waren dann alle dabei. Das ist, ja, davon sind ein paar von uns wirklich für uns relevante Trends. Und was ergeben sich daraus für Chancen für uns? Und was haben wir aber auch für Bedrohungen in unserem System? Und wie können wir das dann auf der anderen Seite mit unseren Stärken irgendwie kombinieren? Wie können wir unsere Stärken einsetzen, um die größten Chancen zu heben? Wo müssen wir eventuell tatsächlich auch auf die Bedrohungen reagieren? Und das war dann ein Strategieworkshop, den wir gemacht haben in einem großen Kreis. Ja, das heißt also, die Führungscrew von ungefähr einem Dutzend Leuten hat sich geöffnet und auf einmal haben wir mit 35, 40 Leuten dann gearbeitet, um tatsächlich die strategischen Ziele, ja, diese Objectives wirklich herauszuarbeiten. Und neben der Tatsache, dass wir wirklich strategische Ziele dann hatten, war eines der größten Erfolge, dass alle Leute, also die Verantwortung für die Value Streams hatten, egal ob im Operational-Bereich oder im Entwicklungsbereich, dass die quasi als Botschafter dieser Strategie quasi in ihre Einheiten runtergehen konnten und das verkünden. Genau, und dieser Teil, einfach die Strategie darzustellen, hat der Thorsten schon erklärt, so die Methodik, um dahin zu kommen. Aber auch, damit wir für uns ein bisschen erklären könnten, was haben wir dann für strategische Themen entwickelt überhaupt. Weil es gab natürlich viele, die da rausgepürzelt sind. Und dafür haben wir tatsächlich den Investment Horizons benutzt von das, SAFE. Obwohl es ja eigentlich ein bisschen verfälscht ist, im SAFE werden ja sowas wie EPICs, also Initiativen, Maßnahmen dann auf diese Horizonte verteilt, was ist kurzfristig wirksam, was sind eventuell ganz krause Ideen für die Zukunft. Und wir haben unsere strategischen Ziele damit diskutiert. Und das hat uns wirklich extrem geholfen, dass ist das eigentlich ausgewogen, was wir an Neuerungen machen. Wir müssen aber auch diese Effizienz für das laufende Geschäft tatsächlich steigern, damit wir tatsächlich da dann auch im Wettbewerb, der zumindest auch Kostenwettbewerb ist, auch bestehen können. Und dann konnten wir sehen, ja stimmt, da müssen wir ganz anders reagieren, da müssen wir Prozesse automatisieren und da müssen wir kreative Prozesse implementieren, je nachdem, welchem Horizont wir uns bewegen. Genau, und das war genau der Schlüssel, damit man versteht, das hat uns geholfen zu verstehen, was sind dann die Schritte, um es umzusetzen. Ja. Weil es ist ja immer schön, Strategien auszudenken und verankern in Stärken und Schwächen und Trends etc. Aber wenn man nicht klar ist, wie man das auf die Straße geht, dann ist es schwierig. Ja. Und deshalb war das sehr, sehr hilfreich. Und im nächsten Slide ist eigentlich ganz viele kleine Texte, die man nicht lesen kann. Ist auch nicht wichtig. Ist nicht wichtig, aber das ist nur eine Darstellung von, wo unsere
Strategic Themes oder Objectives dann gelandet sind. Ja. Und das war eine Visualisierung für uns, die sehr hilfreich war, weil wir OKRs auch benutzt haben, heißt, dass wir Objectives, die hier stehen haben, wir müssen damit definieren durch Key Results, die das messbar machen, ob wir vorankommen. Und richtige Key Results zu definieren, ist auch einfacher mit dieser Darstellung. Ja. Obwohl es natürlich dann wieder im Detail wahnsinnig anstrengend ist. Absolut. Also nichts im Leben ist einfach und auch nicht Key Results. Und dieses schöne Bild, das dargestellt ist, mit dieser Zirkel, ist für uns eine Leitung, wie, wenn wir sagen Objectives und Key Results, wie hängt es dann mit der Umsetzung wirklich zusammen? Und was man hier erkennen kann, ist, dass ein Objective geht mit einem Key Results, ist mit einer Epic verknüpft, die jetzt eine Feature kommt, die dann in eine PI-Planning eingeplant wird. Und das Schöne ist ja dann, dass wir als Firma, alles ist connected und gedacht von einem Ursprungsgedanke. Und diese Ursprungsgedanke, die Objekte sind natürlich schön, aber unsere Mission Statement ist wichtig. Warum machen wir das Ganze? Und diese Mission Statement haben wir erarbeitet auch in diese größere Gruppe. Und die farbigen Wörter sind sowas, was wir dann in verschiedene, ne, wir sind immer Breakouts und zurückgekommen und iterativ sind wir dann zu diesen Schlussfolgerungen gekommen, weil das waren Wörter, die immer wieder genannt wurden. Und das war ein großer Spaß. Das war ein großer Spaß, ja. Und das Wichtige war, dass wir klatschen nicht eine Mission Statement dahin, sondern es wurde erarbeitet von einem Team und damit heißen auch die Wörter was. Ja. Und dann kommen wir zu einem spannenden Punkt Governance. Du hast es ja schon ein bisschen genannt, ne, weil dieser Teil, dass wir Strategie in eine größere Truppe gemacht haben, das war nicht nur das alte Leitungskreis in dem Sinne. Ja. Und das war schon ein Schritt, um uns zu überlegen, wie haben wir Governance-Handels? Wo entscheiden wir was? Und wer soll eigentlich was entscheiden? Und mit diesem Gedanke, Decentralized Decision Making, wie können wir das dann gewährleisten? Ja. Und die erste Slide hier ist ein bisschen ein Bild von, wie das bei uns war, wie oft der Fall ist. Du hast ganz typisch einen Leitungskreis, die machen eigentlich alles Wichtiges. Die überlegen sich über Personalthemen, machen die Strategie machen ja. Die auch. Die machen auch eigentlich die Umsetzung voll und schauen, ne, ob das, ne, kontrolliert, ob das in die richtige Richtung läuft und macht dann eine exekutive Entscheidung dazu, ne, wenn es nicht richtig ist, etc. Natürlich auf die Funktionen runtergebrochene Ziele aus der Strategie heraus. Genau. Ja, aber warum zusammenarbeiten in der Führungscrew? Genau. Und ganz viele Themen und ganz wenige Leute. Was haben wir dann gemacht? Die Themen auseinandergetrennt. Dass man sagt, lass uns themenspezifisch arbeiten. Der strategische Workshop ist ein Teil davon, weil da arbeiten wir nur mit der Erstellung von OKRs, ja. Nichts anderes. Ja. Hier sehen wir auch andere Formen wie People Leadership Board. Da geht es nur um Personalthemen, ja. Nichts anderes. Und diese Trennung auf verschiedenen Themenbereichen und zusätzlich, vielleicht wichtiger, zusätzlichen Leuten. Da nutzen wir mehr Intelligenz von der Firma und mehr themenspezifisch. Und damit haben wir eigentlich die Governance-Struktur bei uns komplett umgeändert. Genau. Das heißt, es geht tatsächlich um erfolgreiche Steuerung eines Systems und nicht um Macht, ja, sondern es geht darum, wie können wir das Wissen, was im System ist, sinnvoll einsetzen, um die Rover insgesamt nach vorne zu bringen und da halt die jeweiligen Leute zusammenzubringen. Und zusammenfassend, wo können wir dann sagen, dass wir stehen auf unserer Reise nach Mars? Ja, wir haben es ja schon am Anfang gesagt, die Reise zum Mond war ja relativ geradlinig. Ein Agile Release Train auf die Schiene zu setzen, ist Stand der Kunst, das können viele. Was wir eigentlich danach angefangen haben, ist die Implementierung von der Business Agility. Und Business Agility heißt dabei eben, dass wir nicht mehr auf ein festes, bewährtes Regelwerk aufsetzen können. Wir haben zwar Erfahrungen in den ersten Dingen gemacht, aber solche Dinge im Service, im Operations tatsächlich dann als Value Stream agil zu implementieren, unter eine gemeinsame Steuerung, das war eine gemeinsame Lernreise. Und was mich als externen Coach da natürlich extrem begeistert hat, ist, weil wir transparent damit umgegangen sind, sind alle mit auf diese Lernreise gegangen. Und das ist für uns immer eine der größten Erfahrungen. Und ich bin sicher, das, was wir jetzt bei der BDROVA gemacht haben, wird auch so oder ähnlich über kurz oder lang im Framework landen. Und ich würde sagen, obwohl wir jetzt vielleicht die Konturen von Mars sehen, wird die Zielsetzung vielleicht beim nächsten Mal Saturn. Weil diese Lernreise ist das Wichtige. Und ich habe das Gefühl, wir haben eine Organisation verschafft, die sich wirklich bereit sind, auf so eine Reise zu gehen. Und hoffentlich geht es weiter nach eben weiteren Zielen danach. Und weil es aber eine Reise ist und wir noch viel zu tun haben,
würden uns auch freuen über eure Fragen und Einblicke, die wir vielleicht teilen können, weil da gibt es sicherlich viel noch zu lernen und wir haben viel noch zu tun. Ja, deswegen freuen wir uns auf euch. Danke. Vielen Dank. Sehr cool. Berichte aus der Praxis, Berichte von Kunden. Wie ist das eigentlich so? Mit dem Handy sollte man ausmachen, oder? Wenn man, Mann, Anfänger. Also, nochmal, stellt euch vor, was ist passiert, ja? Also Berichte aus der Praxis, Berichte von Kunden, die tatsächlich was machen. Das ist meines Erachtens super cool und wichtig. Und wir kriegen super gutes Feedback zu diesen. Ja, also wenn, gestern in der Keynote habe ich den Chat so ein bisschen beobachtet und da waren dann so Leute dabei, die sagten, ja, aber das Wort, das stimmt nicht mehr. Also wir sprechen gar nicht mehr von Rollen oder Positionen, sondern ich habe schon Verantwortung, genau. Also man darf jetzt nicht mehr Rollen sagen, man muss Verantwortung sagen, weil irgendwie da von Rollen gesprochen wurde. Ich dachte, Freunde, ihr wohnt in einem Elfenbeinturm. Ja, also in der Beratung, wenn du ständig mit neuen Kunden und so weiter. Das Coole an so einem Praxisvortrag ist meines Erachtens, dass du da jemand wirklich was macht, so mit Fehlern, mit unsauber, da kommt dann noch eine Situation, wo irgendein, sagen wir mal, altgedienter, traditioneller Manager, der sagt, ach, mit eurem Agile, das hatte ich mal einen Kunden, der meinte, ja, dass ich durchwaschle, das kenne ich schon mit dem Agile, das machen wir schon seit 30 Jahren. Ja, vielleicht. Ich bin sehr gespannt, was die Erika und der Thorsten uns jetzt in der Q&A erzählen werden. Herzlich willkommen, ihr beide. Ja, Erika, hallo. Kannst du uns mal erstmal sozusagen noch zum Verständnis, BD Rover, also wenn ich jetzt in der Apotheke stehe und dieser Mensch oder, ja, also der kriegt dann automatisch irgendwie, plups, kommt dann auf einmal so ein kleines Päckchen mit meinem, das kommt dann von euch quasi, da ist dann hinten so ein Container drin mit so einem Roboter und der hat das irgendwo, das habe ich richtig verstanden. Genau so, ja. Alles, was dahinter ist, ne, ist dann, haben wir unsere Finger drin. Ne? Und wir machen tatsächlich die Herstellung von den Maschinen. Wir liefern auch den Conveyor Belts, erstellen dann hauptsächlich auch natürlich die Software. Die Intelligenz ist ja eigentlich der Hauptprodukt dahinter. Und wie ihr in Deutschland erlebt, ist es oft so tatsächlich, dass du stehst da und dann plups kommt irgendwas raus. In anderen Ländern stellen die eher die Maschinen, also in der Mitte von der Apotheke und sind so, schau mal, wie technisch wir sind. Okay, ne? Kommt der Roboter tatsächlich? Genau, und dann ist es so, wir haben eine, wo die dann tatsächlich es oben haben, da haben wir einen Glasboden, damit man von unten das sehen kann und so weiter. So einige nutzen es halt tatsächlich als auch eine Datei auf die Maschine. Aber in Deutschland, wie du sagst, ist es öfters so, dass alles, was da hinten ist. Ja. Wir Deutschen haben vor allem Angst, Erika. Das ist schon schrecklich. Ja. Da habt ihr Schweden ja in der jüngeren Vergangenheit euch durchaus schon als mutiger erwiesen. Wir sind schon wieder bei Politik. In hier in der Innenstadt gibt es auch noch eine ziemlich moderne Apotheke. Die haben jetzt so, also die haben gar keine, das besteht quasi nur aus vermutlich so einem Container von euch. Sorry, dass ich das so abfällig als Container bezeichne. Also diesem Riesenkomplex. Und dann haben wir noch diese Displays. Und das ist quasi euer neues Ding, das jetzt quasi mit der Business Agility zum Weltmarktherrscher kommt. Genau, also das ist ja auch eine wichtige Treiber von, wie helfen wir eigentlich weil Apotheke als Beruf ist bei Deutschland ein bisschen altes, vielleicht das falsche Wort, aber es gibt halt Familien, die waren lange Apotheker, die haben ein paar Apotheker, das ist ein Familiengeschäft, und denen dann zu helfen, ein bisschen in diese digitale Alte reinzukommen. Mhm. Ja, das hilft uns, ne, mit diesen Schirmen und so weiter, und dass wir auch eine Cloud dahinter haben, wo die sich bedienen können und so weiter. Das ist ein bisschen, um denen auch in die Hand zu nehmen, in diese digitale Welt, ne? Sodass es tatsächlich, damit wir auch in die Front Office ein bisschen arbeiten können mit den Kunden. Nicht nur, dass da hinten ist, aber natürlich ist alles vernetzt. Also ich habe da schon mal drin gestanden und dann wurde ich irgendwann angesprochen, ob ich jetzt auch was kaufen will. Da sagte ich, nee, ich bin nur hier, um diese Teile anzugucken, weil die da so Covid-19, also war super aktuell auch, also die hatten quasi so irgendwelche Angebote und Maßnahmen und sowas dargestellt. Sehr cool. Mhm. Okay, aber lass uns noch mal ein bisschen über agile Skalierung sprechen. Das interessiert die anderen Zuschauer sicherlich auch. Vor der Reise zum Mond, da gab es doch bestimmt bei euch schon so agile, kleine
Fahrzeuge. Erzähl mal ein bisschen was davon. Also, ihr habt gesagt, die Reise zum Mond, das war ja quasi sozusagen das erste Art, der erste sozusagen agile Transformationsmobil, relativ geradlinig, habt ihr gerade erzählt. Aber was ist denn davor schon so rumgefleucht an Agilität im Unternehmen? Also hauptsächlich wird es getrieben, wie so oft der Fall, von die IT-Abteilung. Mhm. Ja. Die hatten sich seit längerem agil aufgestellt, haben es auch bis zu organisch wachsen lassen mit verschiedenen Teams, mit verschiedenen Applications und so weiter. Und die haben eher, also es ist eine sehr schöne Wachstum, aber haben natürlich wenn du eine kleine agile Wachstum hast in einem anderen Umfeld, hast du manchmal Blocker und Herausforderungen damit. Ja. So, das gab es schon. Dann hatten wir auch ein paar Produktentwicklungsteams, die sich agil aufgestellt haben. Das war alles sehr spread out. Also, es gab so ein paar Pflanzen davor. Ja. Du bist aber nicht in der IT, oder doch? Nee, bin ich nicht. Also ich kam ursprünglich aus den R&D eigentlich. Okay. Ja. Ja, sehr cool. Thorsten, wie bist denn du da reingekommen? Wie wurde die Ehre, dir zuteil, das begleiten zu dürfen? Ja, das war total spannend. Ich glaube, das war im Frühjahr von der ersten Pandemiewelle. Da war ein befreundetes Unternehmen von uns bei der BD-Rover, die bei diesen agilen Pflänzchen irgendwie schon mitgeholfen haben. Und dann kam über die eigentlich die Nachricht, die bei der BD-Rover, die wollen jetzt skalieren. Dann weiß ich noch, dann haben wir so eine Art Pitch gemacht, wo halt die ganze Führungscrew, also jetzt nicht nur der IT-Mensch, sondern wo wirklich die HR-Verantwortliche, der Digital-Verantwortliche und alle dabei waren. Und die wollten mal wissen, wie würden wir denn so eine Transformation angehen? Und dann haben wir da halt so eine normale Pitch-Präsentation eigentlich gemacht. Aber dann ist eigentlich währenddessen schon ganz viel passiert. Also dass ganz, ganz viel Diskussionen aufkamen. Und das war so im Mai, Juni. Und dann haben wir quasi nach den Sommerferien in Präsenz gestartet, tatsächlich eine konkrete Planung zu machen, mal die Führungsleute auszubilden. Was bedeutet das eigentlich, wenn ihr das machen wollt? Und dann waren wir schon so weit, dass wir in die Dinge eingegangen sind, wovon der Vortrag war. Also es war eine Referenz. Sehr cool. Ich habe mal eine Frage an euch beide, die sich da, glaube ich, auch ganz gut anschließt an diesen Startprozess. Wie viel von Konzern und wie viel Selbstbestimmung habt ihr bei BD-Rover? Also wie stellt sich das da? Du wirst mir jetzt vermutlich nicht erzählen, dass sämtlicher eurer, wie viel sind es? 11.000, 70.000 Mitarbeiter? Das ist auch die Frage, wie viel kannst du da überhaupt überblicken? Ja? Mhm. Wie viel Agilität gibt es da und wo hört die auf? Wo hast du das Gefühl, okay, da müssen wir jetzt echt noch an Business Agility arbeiten? Und wie gestaltet sich das aus? Und der Thorsten kann es dann später erstmal erzählen, ob das stimmt und vor allen Dingen, wie er das so als Außenstehender beobachtet. Das finde ich auch spannend. Ja, das ist eine spannende Frage. Also, das ist so, dass BD Rover, also unsere Teil, ist tatsächlich ein bisschen ein Unikum in BD, weil BD arbeiten hauptsächlich mit Consumables und in Hospitalgeschäft. Ja? Das heißt, was wir machen im Retail und mit dieser Art von Automaten ist eher ungewohntes Territorium für den. Ja? Das heißt, sie lassen uns sowieso ein bisschen in Ruhe sozusagen damit. Ja? Wir sind auch die nicht Medical Devices haben, in dem Sinne wie normalerweise. Das heißt, Regularien und Qualitätssysteme, die wir haben, sind anders und leichter, ne, als in der Rest von BD. So, ich würde sagen, wenn es geht um Business Agility im Sinne von Rover, ist, ne, wie wir versucht haben, her darzustellen, natürlich der Wunsch hoch. Also da sind wir sicherlich nicht, ne, aber es geht auf jeden Fall eine sehr ehrliche Begeisterung, das als Ziel zu haben. Wenn du mich fragst über BD, da musste ich nur mein Bauchgefühl geben, weil ich kenne mit einem Konzern von 70.000 Leuten, da mein Gefühl ist, man schmückt sich gerne mit Agilität und solche Wörter, aber ist ein bisschen ein Tanker. Ne? Das wirklich so zu schieben, ist eine Herausforderung. Und meine Hoffnung in einem Best-Case-Szenario ist, dass wir so ein bisschen als kleines Experiment gesehen werden, wovon die vielleicht, ne, was mitnehmen und überlegen für die größere Organisation. Ja. Das Zündmoment. Aber also ich würde vielleicht zwei konkrete Schnittstellen, die wir so in den anderthalb Jahren gespürt haben, da mal aufgreifen. Und Erika, du korrigierst mich, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle. Aber so ein Merkpunkt war,
Als wir die Sachen für die BD-Rover hier mit den 1000 Leuten sortiert haben, kam dann irgendwann die Frage, wie können wir denn das in das Konzernberichtswesen reinsteuern? Das heißt, also, wie wir jetzt unsere agilen Controlling-Systeme, die wir mit unserem Strategie- und Portfolio-Prozess gebaut haben, wie können wir damit die BD-Rover steuern und gleichzeitig die Bedürfnisse des nicht agilen Konzerncontrollings befriedigen? Und da muss ich sagen, da war der Chief Finance Officer von der BD-Rover extrem kreativ. Ja? Also wir haben da wirklich total verstanden, um was es eigentlich geht mit der Transparenz, was wir selbst für Kennzahlen brauchen, um die Trains und um die lokalen Bereiche zu steuern und diese Kennzahlen quasi zu übersetzen in die konzernnotwendigen Kennzahlen. Da hatten wir im Laufe vom Frühjahr das, sag ich mal, 3-4 Sessions einer Stunde und dann hatten wir das im Prinzip definiert und das funktioniert. Also und damit, das ist erstmal eine der größten Schwierigkeiten in solchen Konzernstrukturen, also quasi die Berichtswege transparent zu machen, ohne parallele Berichtswege irgendwie aufzumachen, sondern dieselben Kennzahlen, die wir zur Steuerung der agilen Systeme nutzen, tatsächlich dann auch da reinzunehmen. Also das war unbedingt ein grüner Haken dran. Jetzt mache ich mal eine Stelle, wo vielleicht nicht ein grüner Haken dran ist. So im Laufe der Zeit hat man gemerkt und gerade auch mit der globalen Pandemie, dass halt an ein paar Stellen der Konzern die Zügel jetzt etwas stärker anzieht. Das heißt, dass immer mehr BD-Rover-Führungskräfte in der Line-Report direkt im Konzern aufgehängt werden. Also, dass sie nicht mehr an dem CEO von einer BD-Rover hängen, sondern Sales wird zentral global gesteuert. Und da werden dann auch die entsprechenden Anweisungen, Strukturen gegeben. Das führt dazu, dass wir gerade, wenn wir über diese Reise zum Mars, also wie wir eigentlich die Operational Value Streams über Sales und Service-Prozesse drin sind, dass die eigentlich eine enge Anbindung an den R&D-Bereich haben, die aber quasi im Line-Reporting im Konzern ganz weit auseinandergehängt worden sind, weil sie einfach da erst zusammenkommen. Da merkt man, dass es ziemlich an den Führungskräften bei der BD-Rover zieht. Sie müssen einerseits persönlich dort in diesem Konzernsystem berichten und andererseits miteinander eng zusammenarbeiten hier in der Insel. Und da merkt man, dass es die teilweise zerreißt und das geht auf deren Kosten gerade. Ja, da muss man dann überlegen, ob man sozusagen das annimmt oder einfach das Konstrukt dann, also quasi die Business Agility darunter leidet, weil ich einfach sage, oh, ich habe jetzt ja andere Ziele vorgegeben, das hat ja mit euren Sachen nichts zu tun, mir auch egal. Spannend. Erika, erzähl uns doch mal, inwiefern jetzt so ein externer Berater wie der Thorsten, und wir wissen es ja jetzt öffentlich und der Thorsten ist noch dabei und so, bist natürlich jetzt so ein bisschen verzerrt, aber wie hilft denn das? Also, oder an welchen Stellen hilft das? Du kannst auch sagen, wo es alles nicht hilft, aber ich vermute mal, der erste Teil der Frage ist einfacher zu beantworten. Ja, also wir haben ja, also was ist der wichtigste Punkt war eigentlich, Mut zu verschaffen. Ja, weil wir hatten uns ja lange, ne, und ich habe von diesen Pflänzchen geredet, ne, und wir haben uns viele Gedanken gemacht, aber du musst irgendwo den Mut kriegen zu springen. Ja, und das war eigentlich, was Thorsten da viel gebracht hat, und weil er hat den Mut gegeben zu springen, ne, weil die hatten das Gefühl, okay, das wird vielleicht klappen. So, das war der absolut größte Aufhänger für uns, was positiv war. Ja. Und ich glaube, das ist wie jede Firma, die sich auf irgendeine Veränderungsreise bewegt, will ja oft irgendwie hören von anderen Beispielen, die will gerne andere Sachen sehen, die ähnlich waren, und irgendwie versuchen, desperat diese Sicherheit zu bekommen, dass es wird funktionieren. Ja. Und dann hilft es oft mit verschiedenen Externen, die dann sagen können, ja, also unsere Erfahrung damals war so oder von denen oder so, ne, damit du das Gefühl kriegst, du bist nicht alleine und es ist wahrscheinlich nicht so verrückt. Und ich glaube, das ist so der größte Vorteil. Und zusätzlich kriegst du auch sehr viele coole Impulse, den du nicht siehst. Weil wenn du nur intern dich beschäftigst, dann verlierst du manchmal ein bisschen den Blick nach außen. Und da, wenn Externe dann auch reinkommen können und sagen, okay, ne, übrigens, hier ist ein Impuls von einer ganz anderen Ecke und die machen es so. Das hat auch einen riesen Mehrwert. Cool, das schließt schon direkt an meine nächste Frage an. Und zwar, gibt uns doch mal, vielleicht kann der Thorsten wieder anfangen, eine Anleitung. Was mache ich denn jetzt? Also ich bin jetzt auch in so einem Konzern,
1000 Mitarbeiter und wir sind gerade gekauft worden von einem 10.000 Mitarbeiterkonzern und dann hat uns ein 70.000 Mitarbeiterkonzern gekauft und irgendwie stelle ich fest, habe jetzt gerade so eine Umfrage gemacht. Ach, da Seitentrack. Sag, war das wirklich nur eine Umfrage, Erika? Ihr habt doch nicht nur eine Umfrage gemacht und dann gesagt, okay, jetzt machen wir mal agile Transformation. Da war noch mehr, oder? Oder war die Umfrage tatsächlich jetzt so das Stein zum Rollen gebracht? Da habe ich mich zumindest bei eurem Vortrag gefragt, da fehlt doch noch was. Also die Umfrage habe ich ein bisschen genutzt als Ammunition, warum das also wichtig zum Anschieben ist. Sozusagen, ne? Ja. Genau, weil die direkte Reaktion, die Umfrage wäre nicht gemacht deswegen. Ne? Das würde sowieso gemacht, aber die Auswahl, da stand so ein bisschen im Raum. So, okay, Alter, das ist ja nicht gut, ne? Was machen wir? Ne? Machen wir ein Pflaster drauf? Und, ne? Und das war meine Aufhänger, dann kann ich nehmen, so, schau mal hier. Und weißt du was? Das ist ein wichtiger Teil, weil es geht um den Mitarbeitern. Und was ist die Sinnstimmung? Geht es denen gut? Also arbeiten wir kollaborativ oder nicht? Cross-funktional. So, das war die Umfrage. Die Ursache für die Umfrage war natürlich nicht agile Transformation. Aber wir haben das ein bisschen als Ammunition genommen, um das zu fördern, wenn das Sinn macht. Ja, also absolut. Das habe ich bei vielen unseren Internetkunden schon erlebt, dass die quasi solche Umfragen heranziehen, um sozusagen größere Projekte quasi zu rechtfertigen mit Daten von den Mitarbeitern. Guck mal, uns fehlt es an Transparenz, also machen wir ein Internet. Oder bei euch jetzt hier Zusammenarbeit, Schnelligkeit und so weiter. Thorsten, mich interessiert jetzt, und die würde ich gerne gleich an dich, Erika, auch weitergeben, die Frage, was machen denn die anderen jetzt? Also ich will starten, von mir aus erstmal zum Mond, muss ja nicht gleich zum Mars gehen. Was soll ich denn jetzt machen als großes Unternehmen? Wie gehe ich denn davor? Was sind die ersten Schritte? Mache ich so eine Umfrage, damit ich mal einen Grund habe, um ein bisschen Geld auszugeben? Oder was soll ich tun? Nee, also ich meine, eigentlich haben wir einen großen Teil davon ja auch im Vortrag versucht zu sagen. Also diese Frage, was willst du eigentlich erreichen? Also dieses Why? Das ist tatsächlich erstmal eine ganz, ganz wichtige Fragestellung. Und ich verwende eigentlich immer viel Zeit darauf, dieses Why nicht nur mal formal in den Raum zu stellen und eine Antwort zu kriegen, sondern wirklich zu fühlen, um was geht es eigentlich? Und um das richtig dann beantworten zu können, wenn man sagt, also ich habe jetzt irgendwie einen schlüssigen Grund und das hat meistens mit Geschwindigkeit am Markt und Veränderungsgeschwindigkeit im Produktlebenszyklus und solchen Dingen zu tun, dann ist der zweite Schritt, dass die Leute mal lernen müssen, was bedeutet das eigentlich, mal ein bisschen das Handwerkszeug lernen. Also das heißt, wir investieren dann gerne so 2 Tage Zeit mit den verantwortlichen Führungskräften und erklären denen, was würde das denn bedeuten, wenn ihr das wirklich macht, was ihr da vorhabt. Ja, also mal Vokabeln lernen, Verständnis für. Und beispielsweise haben wir das vor ein paar Wochen mit einem Unternehmen gemacht, das dann irgendwie gesagt hat, oh, das ist irgendwie ganz spannend. Und die habe ich jetzt zur BDROVA geschickt. Ja? Und dass die erstmal miteinander so eine Art Community bauen und sagen, ey, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Könnte das für uns auch passen? Und weil das eigentlich eine ganz ähnliche Struktur war, ein ganz ähnliches Produkt, ganz ähnliche Kultur. Und dann muss das erstmal wirken. Und dann machen die sich schlau mit praktischen Erfahrungen und sagen, oh ja, das ist geil für uns. Und dann können wir tatsächlich mit den Elementen, die Erika vorhin gesagt hat, also ein bisschen Mut zum Springen geben, Handwerkszeug lernen, immer mal wieder Feedback geben, also das würde ich nochmal zu dem Satz von der Erika ergänzen. Als Externer kann man halt häufiger mal ehrliches, auch mal schmerzhaftes Feedback an Führungskräfte geben. Das können Internal Change Agents meistens nicht so gut, ja, weil sie da doch in den Systemen irgendwie eingebettet sind. Und dann mal sagen, was ihr bisher gemacht habt, ist nichts Agiles. Ja? Also sieht zwar nett aus, aber das war daneben. Also das dann auch mal zu sagen, das hilft dann auch. Und dann rappeln sich alle mal wieder auf, richten das Krönchen und dann geht es wieder weiter. Rick, hast du auch noch einen Tipp? Also das nicht zu machen, wenn es wirklich nicht der richtige Wille dafür ist. Also das ist so eine pauschale Aussage, ne? Aber weil viele wollen sehen, wie so diese Agile Tree, ne? Ich will auch ein bisschen agil sein, ne? Weil es ist irgendwie cool. Aber dass man wirklich das Gefühl hat, dass die Leute stehen da hinten und es ist nicht so viel Lippenservice. Also wenn du nur spürst, dass es immerhin ein Körnchen da gibt von der richtigen Motivation, erst dann springen. Wenn es nur darum geht, wenn nur Sachen wie Speed, Geschwindigkeit gesagt wird, ist es wahrscheinlich ist nicht wert. Also Björn, wir haben noch... Entschuldigung. Ja, nee.
Der Björn hat beobachtet, was es so für Fragen gibt im Publikum. Ganz genau, jawohl. Hallo auch von mir. Tatsächlich gibt es 2-3 Fragen im, zum einen im Chat oder aber auch im Q&A oder Fragenbereich. Und die würde ich euch gerne einmal ganz kurz durchgeben. Ja. Simon Bopin fragt, wie viele Probleme habt oder hattet ihr mit Abhängigkeiten der Teams untereinander und wie versucht ihr diese zu lösen? Mhm. Also wir, wenn wir reden über den Teams in das System von Release Trains, gab es natürlich Abhängigkeiten, gibt es immer noch. Und was wir jetzt beobachten, ist eigentlich, dass diesen Development Streams in eine sehr coole Inspect and App Modus sind. Und die beobachten eigentlich genau das. Ne? Wie viele Abhängigkeiten haben wir? Wie viel können wir eigentlich leisten? Verhindert es unsere Flow irgendwie? Und wenn ja, wie können wir das dann anders handhaben? Also ich würde sagen, im Moment, ja, das gibt's da Herausforderungen, aber im Moment ist es sehr gesteuert von den Teams selber, damit klarzukommen. Also wir sind schon eine gute eigene Inspect and App dazu gekommen. Okay. Vielen Dank. Dann noch von Markus Matern. Die Vision wurde nur mit dem Management gemacht oder auch unter Einbindung von Mitarbeitern? Also die Visionsbild, den wir da haben, das kam von eigentlich diesen Übungen, wo wir mit Postcard from the Futures und so weiter gearbeitet haben, in verschiedenen Gruppen. Und das war so die erweiterte Management, das stimmt. Und diese Bild war so eine Visualisierung von diesen Postcards eigentlich. Ja. Was wir aber mit den Mitarbeitern, wo wir den alle eingebunden haben, weil es war auch ein bisschen um Mut an das Leadership-Team und dass die auch fühlen, ah ja genau, wir haben die gleiche Vision, Postcards from the Future, das stimmt für uns. Ja. Aber diese Mission-Statement, was da geschrieben wurde, das haben wir tatsächlich in einem erweiterten Kreis mit den Mitarbeitern in mehreren Runden erarbeitet. Ne. Und das hat man ein bisschen gesehen, dass die Wörter hatten unterschiedliche Farben und das haben wir dann immer wieder iteriert, weil diese Farben sind Wörter, die immer wieder genannt wurden, damit wir gemeinsam dann zu einem Statement kommen, die alle unterschreiben können. Und vielleicht, Thorsten, da haben wir auch, das kommt ja von dem Fakt, dass wir auch Strategie jetzt eröffnet haben in einem größeren Kreis. Ne? Dass diese Strategie-Offsites würden ja mit einem größeren Kreis jetzt gemacht. Ja. Und daher stammen auch diese Statements für Mission zum Beispiel. Lass mich da nochmal ganz kurz einsteigen. Thorsten, du kannst gleich weitermachen. Ja. Organisatorisch fangen jetzt weitere Sessions an. Also wenn ihr euch da irgendwas vorgenommen habt, dann so als kleiner Merker für euch möglicherweise, müsst ihr uns leider verlassen. Wenn die Erika und der Thorsten sich noch ein paar Momente mit uns begnügen wollen, dann würde ich gerne noch weitermachen. Sehr gut. Also bleibt einfach hier. Das wird der Rest. Thorsten, Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Hast du den Faden noch? Oder, Ja, klar. Gut. Ja. Ich weiß ja, dass du einen schon mal unterbrichst und dann redest. Also mit diesem Strategieprozess, den die Erika erwähnt hat, das halte ich wirklich für eine der besten und wertvollsten Erfahrungen, die wir auf dieser Reise zum Mars gemacht haben. Also wirklich ein nicht nur so einen Strategieprozess als iterativen Prozess aufsetzen, sondern vor allem eine ganze Reihe von Mitarbeitern in dem Prozess zu haben, die direkt in der Produktentwicklung, direkt in den Prozessen im Service und im Sales Verantwortung haben. Und die sind eigentlich in unserem halbjährlichen Strategy Offsite jetzt dabei, erarbeiten die Strategie mit und sind gleichzeitig Botschafter in ihre Organisationseinheiten rein. Und das Feedback, als wir das gemacht haben, das war wirklich phänomenal cool. Also und das halte ich für eines der größten Assets überhaupt. Ja. Jetzt bist du muted. Jetzt bist du mute, glaube ich. Ja, ich wollte nur sagen, die anderen, die hier auf uns warten, die müssen noch ein bisschen länger warten, habe ich der Regie gerade gesagt, weil das mir zu viel Spaß mit euch macht. Ihr könnt nicht so schnell gehen. Außerdem haben wir noch 1000 Fragen vom Publikum, die wir stellen müssen. Die sind bestimmt sauer, wenn wir die jetzt nicht beantworten. Ja. Zumindest das Video gucken sie sich vielleicht an. Insofern macht doch mal weiter, Björn. Und der Rest wartet einfach auf uns, bis wir irgendwann so gegen 10 oder so habt ihr dann ja noch Zeit für eure Familien. Ja, genau. Ja, oder mal einfach durch bis morgen. Morgen früh, das kann man auch machen. Eine Frage von Jan Horneck, und zwar die Umfrage, von der ihr gesprochen habt. Habt ihr die irgendwann nochmal wiederholt? Und wenn ja, wie war die Abweichung? Wie sind die Ergebnisse ausgefallen? Genau, wir haben es
in zwei verschiedene Formate gemacht. So, das ist nochmal passiert. Und wir versuchen tatsächlich so eine, weil das, was ich gezeigt habe, war auch in den ganzen BD-Konzern gemacht. Und das machen die jedes drittes Jahr. Wir machen aber intern auch immer so eine Cultural Pulse Check, nennen wir das. Ja? Und so, das machen wir immer wieder. Und ich kann euch sagen, dass alle sind nicht mega glücklich. Wir haben auch ein paar Tiefe gehabt. Aber was wir merken ist, dass tatsächlich diese Wahrnehmung von crossfunktionaler Arbeit höher ist. Ja? Aber wir versuchen da regelmäßig nachzufragen, aber mit den kleinen Caveats, dass es ein bisschen schwierig ist, das richtig zu formulieren, damit die richtige Teilnahme da ist, ne, und so weiter. Aber wir versuchen immer regelmäßig solche Umfragen zu machen. Ja. Alles klar. Und der Tobias Ciplik möchte wissen, ob ihr auch einen Gamification-Ansatz benutzt habt. Haben wir nicht, nein. Gut, so, da war in dem anderen Chat noch irgendwo eine Frage und da ging es um die Cadence von 10 Wochen. Mhm. Und da ging es um die Frage, wie seid ihr auf diese genau 10 Wochen gekommen? Warum nicht mehr, warum nicht weniger? ganz ehrlich, ne? Das war, die Teams haben sich, wir haben uns einfach letztes Jahr gesagt, okay, was wäre sinnvoll? Puh, ja, 10 Wochen, 12 Wochen, haben wir es in den Kalender geschaut und dann sind wir auch 10 Wochen gelandet, weil es hat irgendwie einen Rhythmus gepasst mit den Sprints. Und ich glaube, das Wichtige ist vielleicht nicht die Länge, sondern dass man sich auf irgendwas festlegt, damit wir, weil uns ist es wichtig, dass wir gemeinsam immer wissen, wo wir unterwegs sind. Ob es dann 10 oder 12 Wochen sind, ist nicht so wichtig, aber wir träumen ja von einer Welt, wo wir dann immer sehen können und überlegen unsere OKRs, den wir haben, ne, wie kommen wir da voran? Ne, dass wir irgendwie als Firma in so einer gewissen Cadence immer eine Klarheit verschaffen über, folgen wir unserer Strategie, ne, und wie sieht das aus? Können wir das flexibel handhaben, damit wir da immer auf dem richtigen Fuß stehen, sozusagen? Ja. Aber gute Nachricht, Erika, da gibt es ja Software für. Ich kenne so einen australischen Hersteller, Atlassian heißen die, glaube ich. Und dann gibt es da auch in Deutschland Unternehmen, die machen da so Aufsätze, mit denen man dann Safe abbilden kann. Also das klappt noch, früher oder später. Wenn du mal Zeit hast, können wir darüber drüber sprechen. Der Christian Schmitz hat noch eine Frage, die ich auch ganz spannend fand. Auch weil hier erste Keynote, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, mit dem Datenschutzbeauftragten. Mich würde interessieren, wie die Geschichte mit dem Datenschutzbeauftragten ausgegangen ist. Aber Moment mal, halt. Das war vor vier Stunden. Au, da ist aber hier einer überhaupt nicht. habt ihr mal einen Datenschutzbeauftragten in eurem Projekt gesehen? Nur so, damit ich vielleicht die Kurve noch kriegen kann. Gibt es da, wo ihr herkommt, Datenschutzbeauftragten? Okay, das ist die Frage. Das Tool hat hier, vielleicht müsste man das freiräumen oder so, ja, dass so ein Idiot wie ich nicht die falschen Fragen vorliest. Alles gut. Martin, ich kann es dir vielleicht ein bisschen retten. Also, ja, rette mich. Wir sind natürlich mit der BD-Rover unter sehr großer Compliance-Anforderung, weil wir ja mit Medikamenten arbeiten. Ja, das heißt, also... Habe ich vorhin auch gedacht, bei diesem Packaging, das ist doch so richtig problematisch. Ja, und diese Fragen sind ja im Quality Management im Wesentlichen verankert, Erika. Und der Haupt-Quality Manager ist einer derjenigen, die Transformation sehr, sehr eng mit begleiten und da auch in der Business-Owner-Verantwortung mit ist, dass das Ganze tatsächlich dann parallel dagegen auch immer geprüft wird. Das heißt also, diese Qualitätsprozesse sind quasi in Definitions of Done und Akzeptanzkriterien ganz implizit im ganzen Prozess schon immer tief integriert gewesen. Und deswegen war es jetzt nicht so ein auffälliges Thema, aber es ist drin. Ja. Sehr gut. Ja. Aber wenn ich jetzt hier schon die falschen Fragen stelle, dann sind wir offensichtlich so langsam an einem Punkt angekommen, wo auch das Publikum bedient sein sollte. vielen herzlichen Dank. Erika, persönliche Frage. Wie schafft es die Eifel, eine Schwedin nach Deutschland zu locken? Also die Liebe. Ah, okay. Deshalb, ich habe einen deutschen Mann. Und die Eifel, ganz ehrlich, das ist so nah, wie man an Schweden kommen kann, glaube ich, in Deutschland. Ne? Nicht so eng besiedelt, viel grüne Wiesen, viel Wald. Vulkan. Sehr schön. Und im Winter Schnee. Und im Winter Schnee, genau, es ist hoch. Ne? Vulkaneifel, wir haben oft Schnee. Also so, das ist schon ein bisschen Skandinavien-Flair her, würde ich sagen. Sehr gut.
Thorsten, willst du noch ein letztes, so ein Safe-Spruch, so ein Safe-Fellow Wissensspruch? Mit einem Gruß an eine liebe Kollegin und Freundin, 90% einer Transformation ist Alignment Effort. Damit vielen Dank an euch beide. Cool, euch dabei gehabt zu haben. Vielen herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.